Premieren und eine solche Art wie heute sind immer Akte, die große Erwartungen wecken und unvorhersehbare Überraschungen enthalten. Wir erleben heute eine solche Premiere der Wiener Rosemarie Foster-Wolf zum ersten Mal in einer Einzelausstellung ihre Werke vor Augen führt. Der ein oder andere von Ihnen kennt vielleicht einige Bilder der Künstlerin von jener Gemeinschaftsausstellung hier in der Städtischen Galerie, die im September 14, meine ich, über die Bühne gegangen ist und die damals Günter Merkel koordiniert hat mit dem Thema Neuland, wenn ich mich recht erinnere. Und mit der eine Tuschenfingerzeichnung mit dem Titel Die Liebenden bei dem Betrachter nicht geringes Aufsehen erregt hat. Sie hängt da hinten im Eck. Ich will heute nicht auf sie eingehen, die habe ich damals besprochen. Jene aber, die heute zum ersten Mal die Kunst von Wiener Rosemarie Foster-Wolf sehen, ihr begegnen, werden begegnen und die zudem ein wenig zart beseitet sind, möchte ich vorwarnen. Sie werden unter dem Motto düster, derb und gern daneben in ein Wechselbad der Gefühle, der Vorstellungen, der Gedanken und Fantasien versetzt und dann, so hoffe ich, geheilt sein durch diese Katharsis, wie die alten Griechen die seelische Reinigung als Wirkung der Tragödie bezeichnet haben. Schon die Grundgliederung dieser Bilderschau führt den Betrachter in ganz verschiedene Welten eines solchen inneren Heilungsprozesses. Die Bilder hängen jetzt nicht ganz so, wie ich sie gern für meine Einführung gehabt hätte, aber ich werde auch so zurückkommen. Hier mehr auf der linken Seite, neben dem Eingang und vor allen Dingen hier auf der Breitseite, dominiert die Schocktherapie realen Daseins. In der Folge die Beruhigungstherapie, die haben wir hier auf der anderen Breitseite. Die Beruhigungstherapie der Ästhetik, des Schönen. Und damit schließt sich letztendlich die Enthüllungstherapie an, die Distanz zum Leben, eine objektivierte Sicht der Dinge und damit allenthalben Orientierung und Bewusstsein schafft. Das sind wesentlich Bilder, die hier hinter mir hängen. Denn Kunst ist Gesundheitsäußerung der Menschheit, sagte einmal das Mitglied der Worpsweder Künstlerkolonie, der Expressionist Bernhard Höttger. Die unterste Stufe dieser Gesundheitsäußerung, gewissermaßen das Fundament, bildet die ungeschminkte Selbsterkenntnis des Menschen, jenes Gnuti se auton, jenes Erkenne dich selbst, das als Inschrift am Apollo-Tempel des griechischen Delphi zu lesen ist. Und das bedeutet nichts anderes als Einsicht gewinnen in die Begrenztheit des eigenen Wesens, des eigenen Daseins und in die Irrwege des eigenen Handelns. Dies scheint mir der Tenor und die Intention jener Darstellungen der ersten Stufe zu sein. Mit Zeit, das Bild hängt hier in der Mitte, das ist das große, mit der Nummer 5, ist ein Bild betitelt, in dem eine übergroße Sanduhr im Zentrum des Universums steht und darauf hinweist, wie winzig sich doch die Spanne ausnimmt, die das Leben des einzelnen Menschen umfasst. Riesige Hände, die sie in der für sie funktionsfähigen Stellung halten, weisen darauf hin, wie allgewaltig ihre Macht ist. Der Mensch selbst wird nur als eine kleine Randerscheinung dargestellt, eingebunden in die Bedingungen und Umstände des Daseins, über die er nicht verfügen kann. Das Weltbild des frühen Barock, beeinflusst vom 30-jährigen Krieg, tritt hier deutlich vor Augen.
indem der Mensch lediglich als ein Spiel der Zeit begriffen wurde. Es wird jenes Vanitas-Motiv dieser Epoche transparent, nachdem er in keiner Weise über das flüchtige Leben verfügen kann, dessen Vergänglichkeit wiederum damals mit der Sanduhr als Symbol veranschaulicht wurde. Nackt erscheint er auf dem Bild, in seiner kreatürlichen Armut. Andreas Gryphius, unser großer deutscher Barockdichter aus Schlesien, definiert ihn in seinem Sonett Menschliches Elend folgendermaßen. Was sind wir Menschen doch? Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen, ein Ball des falschen Glücks, ein Irrlicht dieser Zeit, ein Schauplatz aller Angst und Widerwärtigkeit, ein bald verschmelzter Schnee und abgebrannte Kerzen. Dies Leben fleucht davon wie ein Geschwätz und Scherzen. Und auch das Bild, das mit meiner Muse, es ist die Stirnseite links ganz im Eck, das Bild Nummer 9, betitelt ist, lässt den Betrachter gleichermaßen zunächst an Wesenszüge des epochalen Weltbilds der Barockzeit denken. Eine menschliche Gestalt, halb Mann, halb Frau, halb Fleisch und Blut, halb skelettiert, mit schlangenartig wehenden Haaren, tritt vor Augen. Totenkopf und Knochen liegen in einer sterbenden Landschaft am Boden. Der Titel erinnert an Paradise Lost, jenes epische Gedicht des Engländers John Milton aus dem Jahr 1667, in dem Adam und Eva als sterbliche eng vereint das Paradies verlassen müssen, das hinter ihnen in Flammen aufgeht. Und er erinnert auch an ein Sonett seines deutschen Zeitgenossen Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, das um die gleiche Zeit entstanden und mit Vergänglichkeit der Schönheit überschrieben ist. Ich darf ein paar Zeilen daraus zitieren. Es ist auch ein Sonett. Es wird der bleiche Tod mit seiner kalten Hand dir endlich mit der Zeit um deine Brüste streichen. Der liebliche Korall der Lippen wird verbleichen, der Schultern warmer Schnee wird werden kalter Sand. Der Augen süßer Blitz, die Kräfte deiner Hand, für welchen solches fällt, die werden zeitlich weichen. Das Haar, das itzend kann des Goldes Glanz erreichen, tilgt endlich Tag und Jahr als ein gemeines Band. Diese Perspektive, die in Vergangenheit aufleben lässt, bietet hier aber nur die Mittel der Darstellung, denn es steht als Titel Meine Muse über dem Bild, das zweifelsohne das subjektive Empfinden und die subjektive Sicht der Künstlerin zum Ausdruck bringt. Sie muss sich als Vertreterin der bildenden Kunst selbst eine Muse schaffen, weil es in der Antike zwar neun solch lieblicher göttlicher Wesen für die schönen Künste gegeben hat, aber nicht für die Architektur, nicht für die Bildhauerei und eben auch nicht für die Malerei, die damals lediglich den Status eines Handwerks besaßen. Was will die Künstlerin zum Ausdruck bringen, wenn sie in der Gegenwart für sich und ihre Kunst eine Muse schafft, die ganz und gar nicht der klassischen antiken Vorstellung entspricht, die ganz und gar nicht Gestalt, Wesen und Erscheinungsbild einer strahlenden Schutzgöttin besitzt? Die Zeit der schönen Künste geht zu Ende. Sie ist fast vorbei. Das scheint mir hier zum Ausdruck zu kommen. Die himmlischen Musen sind wie Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben. Sie sind fast tot. Ihre Schönheit schon vergangen und nur mehr noch in vager Erinnerung zum Teil vorhanden.
Die Kunst unserer Zeit, meine Damen und Herren, verträgt keine klassische Schönheit, keine Ästhetik mehr, weil sie eine Zeit des Untergangs ist. Betrachten Sie jenes Bild, das mit TTIP-Freihandelsabkommen vordere Stirnseite Mitte, hier ist Bild 26, betitelt ist, die ungebremste Produktion von Gütern nimmt Ausmaße an, über die der Mensch die Kontrolle verloren hat, weil er sich selbst in seiner sexistischen Gier nicht mehr kontrollieren kann. Übertriebenes und damit sinnloses Wachstum führt ins Chaos. Unsere problembeladene Zeit ist eine Zeit des Niedergangs, der Dekadenz, eine Endzeit, eine Zeit der endgültigen Apokalypse. Es wird dann auch kein apokalyptischer Reiter mehr dargestellt werden, weil der Mensch der Welt ein Ende gesetzt hat. Unsere Künstlerin hat den Letzten gezeichnet. Hier hängt er, der letzte apokalyptische. Nach solcher Erschütterung bedarf es einer seelischen Beruhigung der Rezipienten. Und wenn sie durch diese Ausstellung gehen. Ästhetische Schönheit kennzeichnet die zweite Gruppe der hier ausgestellten Bilder und entspricht der zweiten Stufe der Gesundheitsäußerung der Menschheit durch die Kunst, die sie Bernhard Höttger, dass die Künstlerin einmal Grafik und Design studiert hat. Betrachten Sie besonders diese Bilder ganz genau. Sie ähneln Radierungen. Dabei sind es unzählige feine Pinselstriche, die Form und Farbgestalt dieser Tiere entstehen lassen. Das Ergebnis einer ganz, ganz hohen Kunstfertigkeit, das muss man sagen. Neben der technisch-praktischen Funktion des Designs, nämlich die einzelnen Vögel aufgrund des Signori, die Italiener sagen würden, identifizieren zu können, spielen bei diesem Dschungel auch deren Ästhetik, die Schönheit von Form und Farbgebung und ihre Symbolik, also ihre Funktion als Bedeutungsträger, eine wichtige Rolle. Wir wissen, dass fast jeder Vogel irgendein Symbol mit sich herumträgt, von der Taube als Heiligen Geist bis, naja. Der griechische Philosoph Platon hat aufgrund der Schönheit der Vögel den Menschen als zweibeiniges Lebewesen ohne Federn definiert, worauf dann allerdings der alte König und Spötter, der Diogenes von Sinope, das ist jener, der in Athen auf der Agora in einem Fass gewohnt hat, ein gerupftes Huhn in die Akademie mitgebracht und es den versammelten Lehrern mit dem Ruf vor die Füße geworfen haben soll, da haben wir den Menschen Platon. Das tut aber der Tatsache keinen Abbruch, dass die Ästhetik, also die schöne Sinnesempfindung seit der griechischen Antike bis ins 19. Jahrhundert oft schlechthin als zentraler Wesenszug aller Kunstformen gegolten hat. Als dritte und letzte Ebene, ich will Sie nicht noch so lang hier beschäftigen, der hier ausgestellten Exponate, habe ich die Enthüllung und Entlarvung als therapeutischen Prozess genannt. Mit Ferkel, Kurti und Fritz, das sind diese drei Gesellen hier, sind Darstellungen betitelt, die in übertriebener Form ländlich-männliche Typen in ihrer charakteristischen Arbeitswelt vor Augen führen. Da wird das Bild des kraftstrotzenden, muskulösen Bauernburschen, wie er eben im Chiemgauer Volkstheater auftritt und Bäume ausreißen kann und wie sich selbst vielleicht noch die jungen Städterinnen, die ihren Urlaub auf dem Bauernhof verbringen, als feurigen, finsternden Liebhaber vorstellen, in gänzlich verzerrter Form wiedergegeben. Als sechs geplagter Waldschrat, der als Holzfäller die Kettensäge beiseite gelegt hat, als lüsterner Eiersammler im Hühnerstall
oder als überschwänglicher erotischer Reiter, einer Geist jeweils mit krankhaft verzerrtem Gesicht und von starker, triebhafter Wollust geplagt. Da werden Idealvorstellungen ins Gegenteil verkehrt und mit harter Satire entlarvt. Und auch der innere Schweinehund und seine dienstbaren Geister, das ist das Bild neben TTIP Nummer 27, gehört zu diesem Dschungel sarkastischer Satire, die den Alkoholismus, dem der Mensch verfallen ist, als verderbliche Sucht anprangert und bloßstellt. Nach außen gibt sich dieser innere Schweinehund wie ein Pascha. Er trägt eine Krone mit der gleichen Fratze, einer unverunstalteten, hässlichen Visage, wie er sie selbst besitzt. Sie stempeln ihn ebenso wie sein gesamter hündischer Habitus ab als heruntergekommene Existenz. Und seine Geister um ihn herum, sein Gefolge, zu dem eine Unzahl von Flaschen gehört, besitzt die gleichen Defizite eines entrückten, eines nicht mehr steuerbaren Daseins. Die harmonische Welt der schönen Künste ist bald Vergangenheit. Oder vielleicht war sie schon Vergangenheit. Die göttlichen Musen haben ihre Bedeutung verloren. Aber auf dieser Stufe der Kunst als Gesundheitsäußerung der Menschheit, auf dieser Stufe der Enthüllungstherapie, wie ich sie genannt habe, ist wenigstens bereits die Erkenntnis gewonnen, worin das Elend dieser Welt besteht. Eine geistige und emotionale Distanz ist erreicht, um diese Unmoral ohne Vorbehalt zu registrieren und anzuprangern und mit diesem pädagogischen Holzhammer vielleicht Heilung zu bewirken. Meine Damen und Herren, ich freue mich darüber, dass Sie in früheren Jahren auch jenen Künstlern hier in der Städtischen Galerie Pfaffenhofen, die in meiner Zeit als Kulturreferent hier am Ort gegründet wurde, in den Stadtmessen, auch Künstler wieder die Möglichkeit erhalten, ihre erste Einzelausstellung hier über die Bühne gehen zu lassen. Und ich möchte da ausdrücklich dem Kulturmanagement der Stadt hierfür meine Anerkennung aussprechen. Das ist ein wichtiger Weg, der den hier in Pfaffenhofen herrschenden Voraussetzungen und Möglichkeiten für Kunst und Kultur entspricht. Gina Rosemarie Foster-Wolf hat lange darauf warten müssen, bis sie diese heutige Premiere einer Einzelausstellung jetzt feiern darf. Umso mehr wünsche ich der Künstlerin ganz viel Erfolg und Ihnen als Besucher eine erfolgreiche Katharsis bei der Betrachtung der Bilder. Ich danke Ihnen. Ich verbringe die Abend. Ich hoffe, dass es für euch ein schöner Abend dieses Sang. Viel liebe Leute da. Wir haben ein Buffet, wir haben ausreichend zu trinken, zu essen. Es ist ja was Veganes da, wenn wir was haben will. Einfach mögen und genießen. Und noch einen ganz, ganz herzlichen Dank. Gell? Es ist kein Selbstverständnis. Ich habe noch einen Satz zur Zeit gewesen. Kunst, sagen Sie. Ich habe gerade gesagt, Sie sind deswegen nicht so recht dran gekommen, weil diese Bilder nicht zeitgemäß sind. Das sagen die Kulturmanager, die viel zu viel von der Kunst verstehen. Was Kunst ist, entscheidet nicht die Gegenwart, sondern entscheidet die Zeit. Wenn so ein Bild in 200 Jahren noch eine Aussage hat, dann ist es Kunst. Goethes Faust, die großen Werke der Literaturgeschichte, die großen Werke der Malerei. Van Gogh in seiner Zeit im Grunde eine Null. Wenn sein Bruder ihm nicht ein paar Bilder abgekauft hätte, er hatte nur eins über die Familie hinaus verkauft. Nachher ist er bekannt geworden. Heinrich von Kleist. 100 Jahre nach seinem Tod hat er die Universität Heidelberg entdeckt. Und so weiter. Das nur zeitgemäße Kunst.